Ich glaube, mein Würstchen ist glaube ich klein. Ja.
Die Farbe nur, wenn immer möglich, um die Augen oder auf die Hände oder auf die Füße oder wo es frei ist, streichen. Das Messer. Wer möchte das? Das ist Wer möchte das? Immer mittragen. Und immer kommentieren. Gut. Das Messer aufmachen und immer, wenn möglich, mal in dieses Kissen stechen. Und ein bisschen drehen.
Stationenweg und das ist bei mir das Null hier. Es beginnt mit einem Brief von Maria Möhrlein. Maria Möhrlein ist zuständig bei der Grünstadt Zürich für diesen Platz, Oerlikon Platz. Sie hat der Kuratorin geschrieben: Liebe Frau Peñalosa, leider können wir Ihrer Idee, eine der Eschen auszugraben und umzupflanzen, nicht zustimmen. Dies hat verschiedene Gründe. Grünstadt Zürich erhält oftmals Anfragen zum künstlerischen Einbezug von Bäumen. Die meisten der Anfragen werden zum Wohl des Baumes abgelehnt. Für den Umgang mit Bäumen in öffentlichen Anlagen fürchten wir eine schlechte Signalwirkung. Aktuell sind keine Auslichtungsmaßnahmen im Oerlikon Park geplant. Dadurch, dass circa ein Drittel der Eschen mit dem Eschentriebsterben befallen ist und wir die zukünftige Entwicklung dieser Bäume schwierig abschätzen können, liegt unser Fokus umso mehr auf den gesunden Eschen. Aus gärtnerischer Sicht können wir das Umpflanzen nicht empfehlen. Die Bäume wurden vor über 10 Jahren gepflanzt und stehen jetzt in vollem Laub. Das Risiko, dass der Baum am neuen Ort trotz Wässern jämmerlich eingeht, ist sehr, sehr groß. Das halten wir für eine sehr traurige Symbolik. Ich hoffe sehr, dass Ihre Künstlerin einen Plan B hat. Dann gehen wir jetzt zum Plan B. Diese Esche wurde gestern aus Rafts geliefert. Sind wir bei der vierten Station, da geht es um den Dichtestress. Dichtestress ist ein Begriff aus der Biologie. Da geht es darum, dass die Engländer mal so 4 Sika-Hirsche auf eine Insel brachten.
Und innerhalb 50 Jahren, wo das ist, 400 Hirschen auf dieser Insel. Hier sind wir in Amerika. Das ist der amerikanische Amberbaum. Mit diesem schönen Herbstlaub. Wenn man ihn verwundet, dann kommt so ein Saft raus und damit wurde der erste Kaugummi gemacht. Ich habe das nur gesehen, man macht das so, das ist mit diesen Wünschelruten, man verwendete ihn als Wünschelrute. Damit man das mit dem Wasser besser in den Griff kriegt. Weil das sagten sie mir schon in Rafts, das ist ein Problem beim Umpflanzen. Also jetzt kommt es richtig zur Sache. Jetzt brauche ich da diese Wand. Also wir haben in diesem Park verschiedene Hallen. Baumhallen. Die Esche ist einfach nur die Grundstruktur. 4 auf 4 Meter. Die Landschaftsarchitekten nennen ihr Projekt Zeit und Veränderung. Das heißt, sie haben das 96 den Wettbewerb gewonnen und dann geplant bis über 2025 hinaus. Sie wissen, dass sie 99 2000 gepflanzt haben und bis 2005 soll das mal so stehen bleiben. Bei den Eschen bedeutete das, 623 Eschen wurden gepflanzt in diesem 4 auf 4 Meter Raster. Dann gibt es eben diese Prunus avium, diese Vogelkirsche, die vor allem dort hinten in der Ecke ist. Und von denen wurden anfänglich 64 gepflanzt. Dann gab es diese amerikanischen da, der Amberbaum. Der Amberbaum, der greift so über die Straße rüber. Dann gibt es noch auch auf der anderen Seite diese Birken. Und von denen wurden 104 gepflanzt. Und dann gab es noch da drüben so Pavlonias, die haben es nicht ertragen, die sind schon weg. Nach 2005 bis 2015, das heißt, sie haben jetzt noch ein Jahr Zeit, das umzusetzen, fällen sie dann 173. Von der Vogelkirsche, da sind sie zufrieden. Vom Amberbaum minus 8. Und die Pavlonia ist eh schon gegangen. Bei den Birken wollen sie auch nichts fehlen. Also, am Schluss haben wir hier dann noch 75% vom ursprünglichen Bestand übrig. Das muss alles nächstes Jahr passieren, wenn wir diesem Plan folgen. Und dieser Plan heißt ja Zeit und Veränderung. Dann ab 2015 bis 2025 sollen dann nochmal 114 Eschen
Also einfach gekattet, man pflanzt sie eben nicht um, das bringt es nicht. Dann Vogelkirschen 24. Die Birken, die lässt man. Insgesamt haben wir dann noch 56% vom ursprünglichen Bestand. Mit Zeit und Veränderung können Sie sogar bis 2025 gucken. Dann werden nochmal 88 Eschen gefällt. Eine Vogelkirsche, die irgendwie noch im Weg ist. Dann bei dem Amberbaum auch einer. Und bei den Birken zwei. Am Schluss haben wir dann noch 45% vom ursprünglichen Baumbestand. Es sei so etwas, was man aus der modernen Forstwirtschaft übernommen hat, wo man auch die Bäume zuerst recht eng pflanzt, damit sie richtig hoch schießen. Sie sprach nicht von Dichtestress, aber doch dicht. Und dann dünnt man aus. Ein großer Teil dieser Gebäude hier, also ich weiß es vor allem von da hinten, die gehören nicht der Grünstadt Zürich, sondern der CS-Pensionskasse. Und die CS-Pensionskasse, die hat ein Vermögen von 14 Milliarden. Also sie haben 22.000 Angestellte, Aktive, 10.000 Rentner und mit diesen 14 Milliarden müssen sie die über die Runden bringen. Sie haben jetzt beschlossen, von diesen 14 Milliarden, ich habe geguckt in der Leitung, da sitzt dann Herr Guido Bächli, er ist verantwortlich für die Anlage dieser 14 Milliarden. Von diesen 14 Milliarden werden 11,1% in die Immobilien gesteckt. Aber da sind es immer noch falsche Zahlen. Von diesen 11,1 werden nur 7,4% in wirkliche Immobilien gesteckt. Der Rest, das sind dann so Immobilienderivate, mit denen man handeln kann. Also da hat man wirklich Mieter und kriegt diesen Mietzins, der dann das nährt, dieses System. Jetzt in der Siedlung da hinten zum Beispiel bezahlte man für 145 Quadratmeter kalt etwa 1850 Franken. Anscheinend ist das ein Drittel unter dem Wert, wurde das hier vermietet, weil es war ja auch ein Saulärm hier, es wurde alles neu gebaut. Man wusste gar nicht, ob die Leute wirklich hierher wollen, wie man das bei den Eschen eben auch nicht so weiß. Also da geht ein Drittel verloren, sagen wir mal, das wären 2000, das heißt, sagen wir mal, bei 100 Wohnungen geht monatlich 100.000 Franken verloren für die Pensionskasse. Das ist monatlich, jetzt muss man das nochmal 12 machen. Das ist dann schon 1,2 Milliarden. Also das lohnt sich schon, die Miete anzupassen. Einfach damit diese Rentner über die Runde kommen. Gehen wir noch eine Stufe weiter. Wieder zum Ausgangspunkt. Der Baum hier steht, weil am Montag wird er abgeholt. Und am Donnerstag wird er dann nach Ettenhausen gefahren. Von diesen 102 Mietparteien da hinten wurden 83 gekündigt. Das ist auch dort, wo Marik Hus den gewohnt hat. In Ettenhausen eine Wohnung gefunden.
Und ich habe ihn jetzt einfach ein bisschen homöopathisch aufgeladen an diesen markanten Punkten, wo schon Löcher sind, und werde ihn ihr übergeben. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.